Ja, vielen Dank. Also ich werde jetzt in 25 Minuten versuchen, etwas relativ Komplexes so einfach wie möglich darzustellen. Im Anschluss können wir natürlich noch ein paar Fragen beantworten, die sich mit Sicherheit ergeben werden. Und zwar ist das Thema Bitcoin und Blockchains, ist das eine gehypte Blase oder ist es eine digitale Revolution? Wir hören ja in den letzten Tagen, Wochen immer mehr und immer öfter von Bitcoin und Blockchain, vor allem das Thema Bitcoin war erst gestern Mittag im ORF im Fernsehen und es ist eigentlich, wie soll man sagen, es wird sehr viel Angst verbreitet, die meiner Meinung nach so nicht unbedingt notwendig ist. Ich möchte mich mal vorher noch kurz vorstellen, wie komme ich überhaupt zu dem Thema? Ich bin seit 17 Jahren im Digitalbereich tätig. Ich war lang selbstständig, bin jetzt wieder selbstständig als Unternehmensberaterin und habe einige Online-Plattformen gegründet, auch wieder zugemacht und bei Unternehmen E-Commerce-Abteilungen geleitet und Seiten geplant und aufgesetzt. Vor einiger Zeit ist eben das Thema Bitcoin und Blockchain bei mir immer öfter auch im Kopf aufgetaucht und ich habe dann begonnen, mich damit zu befassen und wollte kurz ein E-Book drüber schreiben und bin dann von dem E-Book 6 Monate später draufgekommen, da steckt so viel Komplexität in dem Thema und es ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Und darum möchte ich jetzt mal versuchen zu erklären in kurzer Zeit, was ist eigentlich Bitcoin? Bitcoin, werden Sie ja wahrscheinlich schon gehört haben, ist eine digitale Währung, die im Oktober 2008 von einem gewissen Satoshi Nakamoto sozusagen ins Leben gerufen wurde oder es wurde das White Paper, das Bitcoin White Paper im Internet veröffentlicht. In diesem einige Seiten langen Paper erklärt Satoshi Nakamoto, wobei man hier nicht weiß, wer das ist, das ist ein Pseudonym, man weiß nicht, ist es eine Person, sind es mehrere. Hier legt er oder sie die ganzen Regeln für das Bitcoin-Netzwerk fest. Also eine der wesentlichen Grundlagen des Bitcoin-Netzwerkes ist ja der Konsensmechanismus sozusagen. Alle Entscheidungen, die hier getroffen werden, müssen mehrheitlich entschieden werden. Also es gibt keine Hierarchie in diesem Sinn. Die Idee legt er oder dieses Konsortium oder Gruppe auch in dem Bitcoin-Paper dar. Und zwar ist es ja 2008, ungefähr zur Zeit 2007, war die große Immobilienblase in Amerika. Unser Finanzsystem hat begonnen, gedroht zu zerfallen in irgendeiner Art und Weise. Und insofern ist es nicht unbedingt ein Zufall, dass dieses Paper zu der Zeit veröffentlicht wurde. Und er legt halt dar, dass durch den Internethandel es schwierig ist, Zahlungen sicherzustellen ohne einen Vermittler. Also ich brauche für jede Zahlung im Internet einen oder mehrere Intermediäre, die das Vertrauen herstellen. Wenn mir jetzt in China jemand etwas bezahlen will, weil ich etwas mit irgendetwas handle, dann weiß ich ja nicht, hat er das Geld wirklich, gibt das vielleicht über eine digitale Zahlung zweimal aus. Und dafür hat Satoshi Nakamoto eine Lösung gefunden, über die Sie jetzt ein bisschen mehr noch erfahren werden dann. Jetzt im Moment sieht es ja so aus, dass wenn ich im Internet, und es ist links oben Bob sozusagen, wenn der bei Sally, die rechts oben ist, etwas kaufen möchte im Internet, dann nimmt er mal PayPal und bezahlt bei ihr. PayPal wiederum wendet sich an die Visa-Kreditkartenfirma, Visa wiederum wendet sich an die Bank von Bob und Bobs Bank muss dann sozusagen zum Clearinghaus oder die Clearingstelle muss die Zahlung dann an Sally freigeben. Es sind also sehr viele Intermediäre drinnen in dieser Zahlung, was auch bedeutet, dass die Transaktionskosten relativ hoch sein können. Kommt immer drauf an. Und in der Bitcoin-Blockchain ist es jetzt so, dass ich für diese Zahlung eigentlich niemand anderen brauche, also ich brauche keine Intermediäre, das heißt eine Bank in dem Sinn brauche ich nicht mehr, sondern wenn diese Zahlung kann über ein Peer-to-Peer-Netzwerksystem von, das sind zehntausende Computer, auf denen das Bitcoin-Netzwerk sozusagen läuft und durch verschiedene Mechanismen kann sichergestellt werden, dass diese Zahlung wirklich von einer Person
zu einer anderen Person geht. Die Identität der Person in dem Sinn kann festgestellt werden. Hat diese Person überhaupt das Geld und hat sie es nicht schon einmal ausgegeben? Eine weitere Idee für Bitcoin in der Nutzung ist eigentlich die, an die wir hier oft nicht denken, weil unsere eins denkt sich, ja, wozu brauche ich jetzt Bitcoin? Ich habe eh PayPal, das kann ja eh so alles zahlen. Ja. Aber es gibt halt weltweit 2 Milliarden Menschen, die haben keinen Zugang zu einer Bank, weil sie einfach nicht genug Geld haben oder es in ihren Gebieten keine Banken gibt, wie auch immer. Und die könnten sozusagen über eine Kryptowährung wie Bitcoin erstmals an einem Wirtschaftsleben eigentlich teilnehmen, weil im Wesentlichen brauchen sie nur eine Internetverbindung und ein Nokia oder ein Smartphone, das eine Internetverbindung aufbauen kann. Jetzt zeige ich Ihnen kurz ein Video über Bitcoin. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern ich meine es durchaus ernst. Die Maus erklärt ganz gut das Konzept von Bitcoin. Bitcoin ist unmögliches Geld, gibt es nur im Internet, kann man nicht anfassen, kann man nicht mal sehen, aber trotzdem kann man damit nie mit echtem Geld etwas einkaufen. Wenn ich zum Beispiel diese Mütze kaufen wollte, weiß ein Bitcoin, was bräuchte ich dazu? Zunächst mal eine Art Bitcoin-Portemonnaie gibt es im Internet. Das ist so eine Art Briefkasten mit meiner Adresse drauf. Ich habe meine Maus genommen. Und mit diesem Schlauch bin ich mit dem Bitcoin-Netzwerk im Internet verbunden. Jeder Käufer und Verkäufer sieht nur die Adresse des Briefkastens, nicht die Person, die dahinter steckt. Die bleiben unerkannt. Um die Mützen zu kaufen, schreibe ich jetzt eine Anweisung. Ein Bitcoin von Haus an Adresse Lama, klar. Und wofür das Geld sein soll, nämlich für die Mütze. Aber ich muss damit nicht zur Bank, sondern ich schicke diese Anweisung ins Internet, ins Bitcoin-Netzwerk. Als erstes landet meine Anweisung in einem sogenannten Netzklumpen. Kann man sich vorstellen, wie ein Büro, in dem ein Controller sitzt. Der prüft als erstes, ob in meinem Portemonnaie genügend Bitcoins sind, um die Zahlung vorzunehmen. 3, das reicht. Dann prüft er, ob die Adresse, die ich angegeben habe, auch existiert. Da, Lama, hat er gefunden. Dann geht er zum Hauskonto und schreibt auf, dass ein Bitcoin wegkommt und jetzt nur noch 2 übrig sind. Und beim Konto Lama ein Bitcoin dazukommt und in diesem Portemonnaie sich jetzt 5 Bitcoins befinden. Jeder Zugang und jeder Abgang wird genauestens aufgeschrieben und bis in alle Ewigkeiten festgehalten. Wenn der erste Kontrolleur alles notiert hat, greift er zum Telefon und gibt meine Anweisung weiter. Diese Kontrolle findet nicht nur einmal statt, sondern viele Mal. Und jedes Mal wird alles genauestens dokumentiert. Und natürlich sitzen da keine Menschen in Kissen, sondern in Wirklichkeit sind es natürlich Computer. Mein Portemonnaie ist mit einer geheimen Zahl gesichert, ganz wichtig, damit niemand meine Bitcoins klauen kann. Wer vergessen ist, sollte sich die ganze lieber aufschreiben, den Zettel nicht wegtun. Denn wer den Zettel mit der Geheimzahl klaut, der kann auch Bitcoins klauen. Ist so gut wie Bargeld. Alles klar? Ups. Ja. Okay. Okay, ich kann das Grundkonzept, wie es geschaffen wurde, dass man online Zahlungen schicken kann, ohne eine Bank zu haben, die sagt, okay, das Geld gibt's, das ist echt, das kann fließen, sind 3 verschiedene Bereiche. Das eine ist Kryptographie, das sind also ja, mathematische Verschlüsselungsmethoden, die einerseits die gesamten Inhalte, also im Sinne von die Transaktion geht von A nach B und das ist diese Summe und aber auch die Bitcoin-Adresse, das ist das, wo der Herr zuerst gesagt hat, das ist meine Geldbörse, die hat eine Nummer, das ist die sogenannte Bitcoin-Adresse, die ist öffentlich. Und jeder kann auch im Internet nachschauen, wie viel Geld auf einer bestimmten Bitcoin-Adresse drauf ist. Und die Ursprungsversion sozusagen der Adresse ist ein Private Key, aus diesem privaten Schlüssel. Und der heißt deshalb privater Schlüssel, weil er unbedingt geheim bleiben muss. Und das müsste das sein, was dem Herrn in Innsbruck oder Tirol gestohlen worden ist, nämlich der private Schlüssel, weil über diesen kann man die Eigentümerschaft sozusagen feststellen. Die ist aber, wie gesagt, nicht öffentlich zugänglich grundsätzlich. Aber über diese Verschlüsselungsmethoden wird ein Großteil der Sicherheit oder die Sicherheit im Netzwerk
festgelegt sozusagen. Es gibt dann auch noch andere Komponenten, nämlich die Blockchain, zu der wir gleich kommen. Dann hat sich Satoshi Nakamoto ausgedacht, dass diese gesamten Transaktionen, wie die Maus sie jetzt festgeschrieben hat, also wie der Mann in der Kiste gesessen ist und geschaut hat, 4 plus 1 ist 5, wo geht welche Zahlung hin, die wird in einem sogenannten Distributed Ledger, also in einem öffentlichen Buch in der Blockchain gespeichert auf Zehntausenden Computern weltweit. Und die haben alle gleichzeitig dieselbe Information vorliegen. Die Verifizierung dieser Transaktionen übernehmen sogenannte Miner. Das sind auch Menschen mit Computern, sagen wir es mal so. Früher ist das sogar so gegangen, dass unsere eins sich auch das Bitcoin-Netzwerk auf den Computer laden konnten und selber minen konnten. Nur mittlerweile braucht man dafür so einen hohen große Hashing-Power, also so eine hohe Rechenleistung, dass man das mit einem normalen Laptop nicht mehr machen kann. Und in diesem Mining-Vorgang werden die Transaktionen verifiziert und eben über ein Belohnungssystem sozusagen für diese gesamte Arbeit, die die Miner leisten, um dieses mathematische Rätsel zu lösen, bekommen sie dann Bitcoin. Also sozusagen, die Miner rechnen, rechnen, rechnen und müssen ein mathematisches Rätsel lösen. Und der Anreiz, dass sie das richtig lösen oder beziehungsweise sich positiv verhalten im Netzwerk, ist, dass sie dann, wenn sie den Block verifiziert haben und in die Blockchain gehängt haben, Bitcoin bekommen. Also so entstehen Bitcoin, eigentlich durch eine mathematische Rechenleistung sozusagen. Und wenn diese Blöcke verifiziert sind, werden sie zusammengehängt. Und das ist halt das Zweite, was dann die Sicherheit des Netzwerks ausmacht. Man darf sich das so vorstellen, ein bisschen diesen Public Ledger wie eine Google-Tabelle, nur dezentralisiert. Ne? Weil die Google-Tabellen, die kann ich ja jedem von Ihnen sozusagen sagen, Sie können da mit reinschreiben. Aber wir müssen uns ja dann eigentlich einigen im Konsens darauf, was drinnen stehen soll. Also eigentlich so ist es Bitcoin, die Blockchain auch aufgebaut, nur dezentralisiert, weil die Google-Tabelle liegt ja auf den Servern von Google und nicht öffentlich für alle zugreifbar sozusagen. Das heißt, wenn jetzt links Alice 10 Bitcoin an Bob schicken will, der vielleicht in Amerika sitzt, dann werden sozusagen alle diese Public Ledger gleichzeitig abgedatet und jeder weiß, wem welche Menge an Bitcoin gehört. Hier ist ein Beispiel, wie man sich so eine Blockchain in etwa vorstellen kann und wie die verkettet werden. Und zwar, man sieht es leider nicht sehr gut, aber es sind in jedem Block sehr, sehr viele Transaktionen drinnen. Also alle, die irgendwie zusammenkommen, werden in einen Block geschoben und die müssen dann gemined werden. Das heißt, das mathematische Rätsel ist, dass ich einen Hashwert bilden muss, der mit 4 Nullen beginnt. Also diese Verschlüsselung funktioniert so, dass der Computer nach diesem SHA-256, bitte nicht genau fragen, ich bin keine Verschlüsselungsexpertin, aber eine 64 Stellen lange Ziffern- und Buchstabenkolumne oder Zeile sozusagen bildet, die wiederum die schwer herauszufinden ist, aber leicht zu lösen ist. Das ist schwierig zu erklären. Jedenfalls, um jetzt nur die Verkettung zu es tut mir leid. Um die Verkettung zu erklären, ja, ich habe links einen Block, der ist sozusagen, das waren die ersten, ich sage jetzt mal 100 Transaktionen in einem Block drin, die sind verifiziert worden, da hat ein Miner Bitcoin dafür bekommen, die sind fix in der Blockchain drinnen. Eine gewisse Zeit später sind im nächsten Block 300 Transaktionen drinnen und im nächsten Block wird der Hash, also diese Verschlüsselungsziffernkombination, in den nächsten Block hineingeschrieben und vice versa. Also wissen Sie, was ich meine? Was ich damit sagen will, ist, dass jeder Block in dieser Richtung den Hashwert des vorigen Blocks in sich eingeschrieben hat und dadurch sind die ineinander verkettet. Und je mehr dieser Blocks hintereinander liegen, und die liegen wirklich eigentlich übereinander, wenn man sagt, spricht von Blockheit, desto sicherer ist alles, was davor ist.
Also wenn, und diese Daten sind auf 10.000 Computern gleichzeitig gespeichert. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner böse Absichten hat und sagt, ich möchte mir jetzt da selber Geld rausnehmen, ich schreibe das einfach um, dann zerbricht diese ganze Kette und die anderen 10.000 sehen, hey, der schummelt, ja, und da fliegt raus. Das heißt, jeder, der da mitmeint, tut sich nichts Gutes, wenn er schummeln will, weil erstens bekommt er keine Belohnung, also er wird nie Bitcoin bekommen, und zweitens wird er rausgeschmissen aus dem Netzwerk. Das heißt, bisher unsere ganzen Internetsysteme, wie wir sie kennen, sind ja alle sehr zentralisiert, ja? Weil ich nutze Google gratis, klar, aber dafür, oder Facebook, aber dafür gebe ich denen meine Daten und ich weiß eigentlich nicht mehr, was mit den Daten danach passiert. Ich habe keine Kontrolle mehr. Unsere jetzigen Systeme sind quasi Datensilos, die intransparent sind, wo geballt viel zusammenkommt. Sie sind sehr mächtig, aber auch hierarchisch organisiert. Und über diese Blockchain-Technologie, beziehungsweise in dem Fall das Bitcoin-Protokoll, haben wir die Möglichkeit, erstmals ein dezentrales Netz aufzubauen, das sozusagen sicherer ist, weil die gesamte Datenmenge, weil in diesem Blockchain-Ledger liegen alle Transaktionen seit 2009 drinnen, also jede einzelne. Was wird jetzt? Und die sind alle verteilt und fälschungssicher und transparent, weil man eben jede Transaktion, man kann jede Nummer einer Transaktion nehmen und im Block Explorer oder in anderen Online-Seiten nachschauen, wo ist die Transaktion, also von welcher Bitcoin-Adresse kam die Adresse, wo ist sie hingegangen und welche Beträge sind das. Und genau, durch diese Dezentralisierung und die Verteilung dieser zehntausenden Bücher, sage ich jetzt mal, hilft es einem Hacker nicht viel, wenn er einen attackiert. Ja, der würde eher einen zentralen Server attackieren, weil da mehr zu holen ist. Das ist zum Beispiel auch der Fall, der immer wieder erwähnt wird von Mt. Gox, dieser Exchange, dieser Bitcoin-Exchange, die gehackt worden ist vor ein paar Jahren. Da waren alle Private Keys der User bei denen gespeichert. Und natürlich ist das für Hacker eine super Sache, ein super Ziel, wenn ich auf einmal Private Keys von ich weiß nicht wie vielen Usern habe. Drum ein wichtiger Hinweis, immer schauen, dass man den Private Key selbst besitzt und nicht auf einer Online-Börse handelt, die meinen Private Key verwaltet. Ja. Was darüber hinaus, und jetzt kommen wir zu dem Punkt Blase oder digitale Revolution, das Bitcoin-Netzwerk sozusagen war die erste Blockchain-Anwendung mehr oder weniger. Und es gibt aber viel, viel mehr Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel eine andere Blockchain, das ist die Ethereum-Blockchain. Die haben einen zusätzlichen Layer geschaffen, weil sie gesagt haben, wenn wir schon dieses super System haben, warum nutzen wir es nicht für mehr Dinge als nur eine Währung zu sein? Und haben die Möglichkeit geschaffen, dass man auch Sprache, also nicht Sprache, sondern dass man Code programmiert quasi, ja? Und eine Möglichkeit, das zu nutzen, sind sogenannte Smart Contracts. Wenn ich einerseits in einem Blockchain-Netzwerk festlegen kann, dass ich zum Beispiel 10 Bitcoin besitze, kann ich da auch festlegen und einschreiben, dass ich zum Beispiel ein Auto besitze. Wenn ich jetzt bei einem Autoverkauf zum Beispiel hergehen würde, wie funktioniert das heute? Ja, ich brauche einen Vertrag auf Papier, ich muss zur Bank gehen, das Geld überweisen etc. pp. Das könnte in Zukunft alles automatisch passieren. Das heißt, es gibt einen Smart Contract, der Verkäufer sagt, mein Auto hat die Blockchain-Adresse XY, ich möchte es um 10.000 Euro verkaufen. Eine potenzielle Käuferin sieht das, überweist das Geld quasi gleich in Digitalwährung an diese Adresse von Bob. Und sobald das Geld da ist, ist das ja auch automatisch in der Blockchain verzeichnet. Und dieser Smart Contract, der sozusagen ein selbstverifizierender, selbstausführender Code ist, sagt dann, okay, das Auto gehört jetzt der Käuferin und nicht mehr dem Verkäufer. Also ein Smart Contract, ein ganz einfacher Smart Contract wäre zum Beispiel, ich habe einen Getränkeautomaten, wenn ich oben eine Münze reinwerfe und das ist genauso viel, wie es sein sollte, kommt unten das Cola raus.
Das heißt, das könnte man programmieren. Das heißt, das funktioniert mit Wenn-Dann-Schleifen. Also wenn die Käuferin das Geld in Digitalwährung überweist, dann wird automatisch das Auto der Käuferin zugeschrieben sozusagen. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt, es fallen die ganzen Versicherungstätigkeiten eigentlich weg. Ein anderes Beispiel dafür ist eine Flugverspätungsversicherung. Die ist jetzt schon online, ist aber noch im Versuchsstadium sozusagen. Da ist es so, man gibt ein, wann man abfliegt oder wann die geplante Startzeit ist und bezahlt die Versicherungsprämie gleich in Digitalwährung ein. Und das ist es dann damit, weil dieser Smart Contract sozusagen kann automatisch eine offizielle Quelle zum Beispiel abfragen, wie ich sage jetzt der Flughafen Wien, Abflugszeiten, da gibt es ja diese Website, das kennen wir ja alle. Der Code greift das ab, also das Programm greift das automatisch ab und weiß dann, okay, der hatte eine Verspätung, bekommt der Versicherungsnehmer automatisch das Geld überwiesen. Flug hatte keine Verspätung, bekommt die Versicherung das Geld. Kein E-Mail an irgendwen, kein Ticket, das ich irgendwem schicken muss, kein gar nichts. Es ist bewiesen und es führt sich von selbst aus. Eine weitere Möglichkeit der Anwendung der Blockchain-Technologie ist in der Logistik. In der Logistik, wenn man jetzt von China nach Österreich etwas schicken lässt, und ich meine jetzt zum Beispiel eine Produktionsfirma, die irgendwelche Einzelteile dort bestellt, oder in dem Fall sind es Lebensmittel, dann dauern diese Prozesse, also sozusagen bis die ganzen Papiere, die dazu notwendig sind, weil die braucht man heute alle noch in echt, in Papier, es dauert bis zu 20 Tage, bis die von China zum Beispiel bei uns sind. Und das könnte man natürlich über die Blockchain alles um einiges beschleunigen. Eine andere Möglichkeit ist auch in der Verbindung zwischen Internet of Things, also Dinge, die mit Sensoren ausgestattet sind, beziehungsweise mit dem Internet verbunden sind, könnte ich hergehen und könnte sozusagen öffentlich in der Blockchain, das sieht man da unten, verfolgen, wo ist mein Paket gerade, wird es mit minus 8 Grad befördert oder hat es die Maximaltemperatur überstiegen. Das kann ich von hier sehen, ob das da irgendwo im Pazifik herumschwimmt und wie viel Grad das hat. Und dann können auch quasi gleichzeitig Strafen in Kraft treten oder es werden, wenn Ziele erreicht sind, automatisch Beträge gutgeschrieben, wie auch immer. Aber das sind halt alles Möglichkeiten, die über die Blockchain möglich sind. Und was ich auch noch wichtig finde zu sagen ist, Bitcoin ist bei langem nicht mehr die einzige Digitalwährung. Es war zwar sozusagen die erste, die auf diesem Konzept basiert, aber mittlerweile gibt es über, jetzt hier steht noch 1200, jetzt sind schon 1300 verschiedene Kryptowährungen. Die nennt man Altcoins. Die haben teilweise unterschiedliche Intentionen, stammen aber alle eigentlich von Bitcoin ab. Also es sind sozusagen Ableger, wo sich Programmierergruppen gedacht haben, sie würden gerne den einen Teil vom Bitcoin-Netz, von diesem Protokoll, das Satoshi Nakamoto geschrieben hat, verändern oder sie haben andere Ziele etc. Jetzt noch zum Thema, um jetzt in die Richtung Blase oder digitale Revolution näher zu kommen. Was zeichnet jetzt eine Währung aus, beziehungsweise kann Bitcoin eine Währung sein? Also eine Währung hat grundsätzlich ja drei Hauptfunktionen. Das ist einerseits, es ist ein Tauschmittel, es ist eine Rechnungseinheit, um klar festzulegen, okay, was ist wie viel, was kostet wie viel, und es dient auch der Wertaufbewahrung. Weil wenn ich mich darauf verlassen kann, dass der Euro immer gleich viel wert ist, wenn das wäre schön, aber dann das ist eine Hauptfunktion einer Währung, das möchte ich damit sagen. Ein wichtiger Fakt auch bei Bitcoin, ich habe gerade Euro erwähnt, oder wenn wir jetzt das Beispiel Simbabwe oder Venezuela hernehmen, Länder mit rasend hoher Inflation, wo das Geld eigentlich schon nichts mehr wert ist in dem Moment, in dem ich es in die Hand bekomme. Das ist natürlich durch Inflation möglich. Staaten drucken ihr Geld selbst, also sie schöpfen Geld und die Menge des Geldes, die es gibt, ist ja nicht beschränkt. Bei Bitcoin ist das anders. Satoshi Nakamoto hat festgelegt, dass es maximal 21 Millionen Bitcoin geben kann. Und zwar funktioniert das über den Mining-Prozess.
Im Moment bekommt jeder Miner 12,5 Bitcoin. Alle 4 Jahre halbiert sich das. Und dadurch ist es dann, wir sind jetzt ungefähr bei 16,5 Millionen Bitcoin. Aber 2013 wird dann sozusagen Schluss sein. Es werden keine Bitcoin mehr geschöpft werden. Es werden keine mehr entstehen. Ja? 2013? 30, Entschuldigung. Ja. Danke. Die Kursentwicklung hat heuer wirklich einen rasenden Verlauf nach oben genommen. Es hat sich versiebenfacht, kann man sagen. Also Anfang des Jahres war der Bitcoin ungefähr unter 1.000 Euro wert und mittlerweile sind wir bei knapp 7.000 Euro. Wenn man jetzt aber hergeht und sagt, wie verhält sich denn die Menge an allen Bitcoin, die es im Moment gibt, weltweit, zur gesamten Geldmenge, die in der Welt sozusagen existiert, dann sehen wir, dass wir jetzt bei einer Marktkapitalisierung, also das ist sozusagen die im Umlauf befindliche Menge an Bitcoin, multipliziert zum jeweiligen Kurs sozusagen. Also wir haben jetzt 134 Milliarden Dollar in Bitcoin im Umlauf. Das heißt, man sieht, wenn man von rechts anfängt, zuerst Bitcoin, das war im Juni 2017, dann der Larry Page, wie viel Milliarden Dollar der wert ist, dann der Bill Gates, dann waren alle Cryptocurrencies, aber das stimmt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, aber mit den 134 Milliarden ist Bitcoin weniger wert oder es gibt weniger Geld im Umlauf in Bitcoin als Amazon zum Beispiel wert ist. Ja. Also es ist noch eine relativ kleine Menge, aber wie man auch sieht, im Juni war es noch wesentlich weniger. Ne? Also das ist jetzt rasend durch diese Kursentwicklung auch gestiegen. Es gibt natürlich viele, die sagen, das höre ich immer wieder, Bitcoin verwenden nur Betrüger und Drogendealer und überhaupt ist ja anonym. Also es ist nicht anonym, es ist pseudonym, weil wie ich vorher gesagt habe, die Bitcoin-Adresse ist ja öffentlich einsehbar, auch wie viel Geld da drauf liegt. Das heißt, ich muss mich auch, wenn ich in Österreich zum Beispiel Euro in Bitcoin wechsle, muss ich mich auch ausweisen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt in Österreich zum Beispiel der Wilde Westen herrscht und ich kann jetzt einfach Schwarzgeld irgendwie waschen mit Bitcoin. Das wird mir das Finanzamt auch drauf kommen. Es gibt nämlich auch schon Vorgaben des Finanzministeriums, wie man Bitcoin zu versteuern hat. Und es ist halt so auch mittlerweile, dass die großen Institutionen, wie wir sie haben und gut kennen, schon langsam auf den Zug sozusagen aufmerksam werden. Und Anfang Oktober hat auch die Christine Lagarde zum ersten Mal ihren Banken sozusagen ausgerichtet, bitte schaut euch das genauer an. Das wird weiter bestehen, das wird nicht mehr weggehen. Die Europäische Zentralbank hat gesagt, wir wissen eigentlich nicht, wie wir das regulieren sollen. Ich meine, es ist eine Internetwährung, da gibt es keine Ländergrenzen. Wie werden wir das machen? Wir wissen es nicht wirklich. Was uns zum Thema Blase führt, weil es rufen ja viele nach Regulierung und das ist auch bis zu einem, das ist ja auch klar, ja, ist ja auch richtig, es gibt ja leider auch viele Betrugsfälle. Also insofern ist eine gewisse Sicherheit sozusagen für uns Kunden oder Userinnen schon durchaus was Gutes. Wenn wir uns jetzt anschauen, wenn wir immer hören Blase, was macht denn eine Blase aus? Beziehungsweise wie war es beispielsweise im 17. Jahrhundert in den Niederlanden mit dieser Tulpenmanie? Die haben Tulpen verkauft, die es nicht gegeben hat. Also natürlich ist zuerst der Wert total gestiegen, weil jeder diese Tulpen geschätzt hat, aber dann sind halt findige Händler draufgekommen, eigentlich kann man den Leuten Luft verkaufen. Super, funktioniert auch. 2007 in Amerika war die Geschichte ja die, es sind Hauskredite an Leute vergeben worden, die nicht mal Geld hatten, das zurückzuzahlen. Also das musste ja quasi platzen. Bei Bitcoin sehe ich es ein bisschen anders. Wir kaufen Bitcoin, die gibt es wirklich. Man kann sich zwar nicht vorstellen, weil es ist ja ein Code, also es ist festgeschrieben im Computer, aber es ist unveränderbar. Also was einmal in der Blockchain steht, kann man immer ändern. Das kommt noch dazu. Das heißt, für mich ist das auf eine gewisse Art und Weise real. Und der Wert, den Bitcoin hat, der liegt ja nicht darin, dass das nur Luft oder Code ist, sondern das ist quasi auch die Hoffnung auf die Zukunft, also auf die Innovationen, die über diese Technologie möglich sind. Und
der Wert, den einfach der Markt, also die Leute wie ich oder andere, in Bitcoin sehen, weil sie ihn kaufen. Es ist ein rares Gut, so wie die Tulpen damals, weil die Menge auf 21 Millionen beschränkt ist. Das könnte aber theoretisch ja auch bedeuten, dass ab dem Zeitpunkt, wo es keine Bitcoin mehr gibt, der Preis nochmal steigt, weil rares Gut, ich hätte gern welche, wäre möglich. Zu einer Blase, dass die zusammenbricht, kann es ja eigentlich nur kommen, wenn plötzlich alle abverkaufen. Im Fall des Bitcoin müsste es so sein, dass weltweit der Strom ausfällt, tagelang. Ja, okay, aber dann haben wir andere Probleme auch, würde ich sagen. Oder plötzlich entscheiden sich alle weltweit, sie nutzen Bitcoin nicht mehr. Ist auch eher unwahrscheinlich. Das heißt, es kann durchaus sein, und das wird auch wahrscheinlich mit Sicherheit so sein, dass diese Kurssteigerung, die wir da jetzt gesehen haben, dass das mal wieder nach unten fällt. Das wird sicher so sein. Ich glaube aber, langfristig wird weiter der Wert des Bitcoin steigen. Ich möchte aber trotzdem allen sagen, Achtung, man kann alles Geld verlieren. Ja? Also wenn man sich das mal anschauen will, ausprobieren will, gute Sache, finde ich gut, weil ich glaube, es wird nicht mehr weggehen. Genauso wenig wie das Internet damals weggegangen ist, obwohl es einige behauptet haben. Aber wie gesagt, vorsichtig sein, ja, und sich wirklich ein bisschen informieren drüber, weil es gibt wirklich viele Scams, sage ich mal. Ja. Eben wie der Herr da in Tirol, der leider über 100.000 Euro, glaube ich, verloren hat. Also es gibt Sicherheitsmaßnahmen, natürlich. Ja. Das ist so, wie wenn ich eine Firewall oder was auch immer installiere, weil ich mich natürlich schützen muss. Und genauso ist es hier. Also wie gesagt, bitte vorsichtig sein und nicht alles glauben, wollte ich jetzt fast sagen, aber es wird halt schon sehr viel Negatives darüber erzählt. Und ich denke mal auch, dass die Banken großteils jetzt natürlich nicht so ein Interesse daran haben, dass sie mehr oder weniger nicht mehr wirklich gebraucht werden, vielleicht in einigen Jahren. Ja? Jo. Im Grunde war es das jetzt. Ich mache noch ein bisschen Eigenwerbung, wenn ich darf. Wer sich noch näher informieren will, ich habe am 15. Dezember einen Seminartermin, dann Mitte Jänner wieder. Und ich habe auch einen Newsletter zum Thema. Da haben wir da irgendwo was zum Auflegen, zum Eintragen. Aber wir haben nichts zum Auflegen und Eintragen. Okay. Also auf meiner Webseite anitaposch.com findet man das alles und kann sich eintragen. Ja, vielen Dank.